Marlo Hampton bekommt endlich ihren Pfirsich, Sherry Whitfield kehrt zurück und mehr im Trailer zur 14. Staffel von The Real Housewives of Atlanta. Die wahren Hausfrauen von Atlanta sind für ihre wegweisende 14. Staffel zurück. Im neu veröffentlichten Trailer für die erfolgreiche Bravo-Serie, die am Sonntag, den 1. Mai um 20 Uhr ET startet, werden die wiederkehrenden Darsteller Candy Burrus, Kenya Moore und Dreef Sidora von OG-Darsteller Sherry Whitfield begleitet und kürzlich befördert. Freund von Marlo Hampton für mehr High-Stakes-Drama als je zuvor. Die bekannten Gesichter begrüßen auch die neuen Darsteller von Olympian Sanja Richards-Ross und neuer Kumpel in der Gruppe Monitor Show in die Mischung, während die Spannungen zwischen langjährigen Freunden überzukochen scheinen, mit dem ehemaligen Escape-Mitglied, 45, oft im Mittelpunkt. Geh und lass deinen Mann die ganze Nacht meine Muschi summen. Moore, 51, hört man Burrus während eines intensiven Austauschs über ihren Partner Todd Tucker anschreien. Auch zwischen dem Plattenproduzenten und Hampton, 43, wird es heiß, als die frisch gebackene Hausfrau schreit: Candy weiß nicht, wie man ein Freund ist. Ich gebe, was du mir gibst. Burrus spuckt den Larchive-Besitzer an, der auch mit der ehemaligen Miss USA ins Geschäft kommt, nachdem Moore Hampton als erbärmliche kleine Hure bezeichnet hat. Neue Fäden scheinen sich auch mit Sidora, 36, zusammenzubrauen, die mit den Köpfen zusammenstößt sie von Sherry Besitzer, 52, und Neuling Richards-Ross, 37. Nach den Linienschwestern die Schauspielerin kann gehört werden, wie sie einen ihrer Darsteller Whitfields, Schoßhund, nennt, bevor sie laut bellende Geräusche macht und einen Knochen durch den Raum wirft. In sanfteren Momenten erhalten die Zuschauer einen Einblick in Hamptons Leben zu Hause mit ihren Neffen. Michael und Wilhelm, für die sie vor 3 Jahren das Sorgerecht erlangte. Die Vorschau zeigt die Fashioniste, die Fragen der Jungen über ihre leibliche Mutter und Hürden innerhalb der Sorgerechtsvereinbarung navigiert. In ihrer Rückkehrsaison wird Whitfield auch mehr über ihre Beziehung zu ihrem Freund erzählen Tyrone Gilliams nach seiner Haftentlassung. Der Designer ruft einen ehemaligen Darsteller, Fedra Parks, Ex-Ehemann Apollo nieder, hinzu, der ihr dabei hilft, jemanden zu lieben, der kürzlich aus der Haft entlassen wurde. Auch Sidoras Privatleben wird als sie und ihr Ehemann ein Streitpunkt sein. Ralf Pittman Streit über angebliche Untreue in der Ehe, als Pittman enthüllte, dass seine Frau sah etwas auf seinem Handy und hat es falsch interpretiert.